Weißt du, was das ist? Das ist der Bericht von der Hauptuntersuchung. Dreimal hast du raten. Durchgefallen. Erhebliche Menge. Ich lese dir mal vor. Bremsschlauch hinten links und rechts porös. Bremsleuchte Mitte mehrfach LED. Lichtquelle mehr als ein Drittel ohne Funktion. Umweltbelastung. Es ist ein Diesel. Nee. Motor undicht, Ölverlust mit Abtropfen. Umweltbelastung, Getriebe undicht, Ölverlust mit Abtropfen. Ja, dann haben wir noch einen Hinweis gekriegt, dass die Heckklappe stark angerostet ist. Und Mist, das hätte ich nicht gewusst. Das hätte ich nicht gesehen. Naja, nützt ja nichts. Aber Abgasuntersuchung war gut, also die hat er bestanden. Also kommen wir jetzt zur Nachuntersuchung, müssen wir uns sehen. Die Sachen abarbeiten. Machen wir als erstes die Bremsleitung, habe ich schon zwei neue hier von BMW. Also erstmal hochbocken und los geht's. So, ich habe jetzt hier was gebaut, dass ich die Bremse die ganze Zeit betätige, damit nicht mit einmal die ganze Bremsflüssigkeit rausläuft. Ja, das Problem mit den Bremsschläuchen wechseln ist jetzt folgendes. Die Überwurfmutter, die dreht sich überhaupt nicht. Somit kriegt man den nicht ab. Hier ist das absolut bescheuerte Problem. Die Überwurfmutter sich überhaupt nicht dreht. Sondern bewegt hier jedes Mal die komplette Leitung mit. Und man muss ja den Bremsschlauch, also ich habe den jetzt hier in dem Fall durchgeschnitten, aber man muss den ja dann hier oben dran schrauben. Also beziehungsweise so mit der Hand in den Bremssattel schrauben, dann dreht sich der ganze Schlauch mit und dann muss man hier oben die Überwurfmutter da reinschrauben, aber die dreht sich überhaupt nicht. Nehme ich das Rad mal runter, dann probiere ich es jetzt nochmal mit Hitze. Wenn sich das jetzt auch mit Hitze überhaupt nicht bewegen lässt, dann baue ich einfach den Bremssattel aus, schraube den Schlauch da dran, drehe dann mit dem Bremssattel quasi die Schraube fest. Ja, also jetzt lässt er sich schön drehen. So, also hier oben kriegt die Leitung 17 Newtonmeter. Hier unten am Bremssattel sind es 24. Ja, hier sieht man also porös halt an der Anschlussstelle unten. Das reicht anscheinend schon aus. Es ist jetzt aktuell mittlerweile nachts um 3. Ich habe jetzt hinten beide Bremsschläuche getauscht. Ich muss noch einen lüften. Den Radsatz habe ich schon getauscht. Dann müssen wir noch hinten die dritte Bremsschläuche tauschen und unten alles sauber machen. Das wird auf jeden Fall sportlich, das zu schaffen, bis früh um 7 bis der TÜV aufmacht. Herzzerbrechend. Ah, hab ich dir extra geklebt, ey.
dass er nicht funktioniert. Nee. So, jetzt müssen wir das Ganze testen. Ich bremse, ihr guckt. Und hast du gesehen? Läuft, ne? Top. So, dann kann ich jetzt hier auch meine Konstruktion entfernen und meine Bohrer wieder benutzen. Boah. Top. Jetzt war das Ding hier an, ey. Ich sag's dir, ey, so ein Diesel, das riecht einfach nicht gut. Ach, was eine Scheiße. Ja, jetzt der Stopfen ist richtig drauf. Na ja, ganze Bremslichkeit, ey, vorbeigelaufen. Läuft da raus, nicht richtig gerade. Sauber. Wenn du keine Arbeit hast, machst du dir einfach selber welche. Hast du eine Sauerei, ey. So, jetzt schon einen Tag später. Ich habe gestern überhaupt nicht geschlafen. Ich habe dann einfach durchgezogen. Auto ist jetzt schon entlüftet. Was wir jetzt noch machen müssen, ist diesen Unterboden sauber, also das ganze Öl ab, diese Umweltverschmutzung da beseitigen. Sonst ist alles gemacht. Dann war ich gestern trotzdem schon mal gewesen. Ich wollte eigentlich gestern zur Dekra noch mal fahren, aber das habe ich nicht geschafft. Ich war dann aber stattdessen auf der Zulassungsstelle bzw. beim Zulassungsdienst. Da hatte ich gefragt, was Kurzzeitkennzeichen kosten, weil ich wollte, also man kann ja so jetzt nicht fahren halt so, wo ich vorher war bei der Dekra halt, das war hier gleich auf dem Gelände bei einer Werkstatt. Und das ist ja alles Privatgelände bzw. Betriebsgelände. Und ja, aber zur Dekra jetzt zur Nachuntersuchung muss ich fahren, weil die Werkstatt ist im Urlaub. Und da muss man einmal durch die ganze Stadt und das geht natürlich nicht mit einem nicht zugelassenen Auto. Habe ich gefragt, was Kurzzeitkennzeichen kosten und hat mir so einen Preis gesagt, was das jetzt aktuell kostet und würde gehen, aber erst zum Freitag. Und dann habe ich gefragt, wegen Normalzulassen, dann sagt sie, naja, das ist doch 4-5 Werktage mittlerweile. Ja, habe ich jetzt heute sogar Kurzzeitkennzeichen bekommen schon. Jetzt so um 11 vormittags. Hier, Kurzzeitkennzeichen habe ich gekriegt, neue. Und hab dann gleich auch eine Versicherung gesucht fürs Auto, auf was ich das versichern will halt. Das ist ziemlich cool, weil da kriegst du jetzt die Kurzzeitkennzeichen bzw. die Versicherung für die Kurzzeitkennzeichen gratis. Sonst hätte die Versicherung nochmal 60 Euro gekostet. Aber wenn ich das Auto dann dort versichern lasse bei der Versicherung, die ich jetzt rausgesucht habe, dann kostet es nichts. Also lohnt sich auf jeden Fall da mal nachzufragen, zu gucken, wo wir das Auto versichern. Und wenn er dann mal 5 Tageskennzeichen braucht, da bei der Versicherung anzurufen und zu sagen, ey, geht das, könnt ihr das machen. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier schon ein bisschen Bremsenreiniger am Start. Ich hoffe, der reicht. Also umziehen und los geht's. Also hier sieht man es gut, alles voll mit Öl. Ich denke mal, den Ladeluftschrauch da wird der rausdrücken. Da muss man dann mal nachkontrollieren, dass erstmal alles sauber machen. Hier die Ölwanne ist auch komplett voll. Das Getriebe hat auch was abgekriegt, aber das sieht eher aus, als ob das von vorne kommt. Und sich dann durch den Fahrtwind nach hinten zieht. So, Matten sind wieder sauber, Unterbodenpappen. Kann jetzt hier keiner mehr was sagen, das ist schön trocken. Habe ich jetzt hier mit Sägemehl gemacht, auf so einer Plane, ey. Mal Sägemehl drauf und gebürstet. Mal ein bisschen Bremsenreiniger. Ich habe jetzt 6 Dosen Bremsenreiniger verballert, das habe leider auch nicht mehr. Ja, also Auto ist jetzt unten sauber, jetzt noch Rad dran und dann ab zur Dekra. Ist jetzt schon 15 Uhr, also ich habe jetzt hier 4 Stunden gemerkt, hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber was willst du machen? So, Satz mit X, das war nix. Dekra leider zu heute. Das wird dann nächste Woche Dienstag probieren.
Schloss klappt. Also ich bin jetzt mal eine Runde gefahren, mal Bremsen nochmal eingebremst, also muss sagen, fährt es echt gut. Läuft. Läuft. So, ich war jetzt nochmal kurz bei der Dekra gewesen und hat jetzt geklappt. Wagen hat jetzt Hauptgasuntersuchung, Wagen hat jetzt Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung, die war ja schon okay. Und somit können wir den jetzt zulassen, den Lachs. Und dann mal gucken, was uns dann noch so für Überraschungen blühen. Auf jeden Fall geht's jetzt damit auf den Roadtrip ans Mittelmeer. Also seid gespannt aufs nächste Video, ob die Kiste durchhält.